Kommentare sind. Wie bist du auf deinen eigentlichen Namen gekommen, also auf Niff? Ja, ist das auch etwas Elbisches? Nein. Das hat einfach damit zu tun, dass ich früher, ich habe Dark Age of Camelot gespielt, kennt wahrscheinlich kein Schwein. War so wie WoW quasi, nur dass du halt mehr auf PvP orientiert warst. Okay. Und dadurch, dass du kennt ja jeder, da hast du quasi jedem Charakter musst du einen Namen geben, ne? Und dann habe ich halt so mir überlegt und dann habe ich halt gedacht, so mit Enips, dann hat sich irgendwie cool an, so. Habe ich halt allen meinen Charakteren das hört sich wirklich was cool gegeben. An, muss und dann sein. Im Endeffekt, wo ich dann Liga angefangen, hast du ja nur noch einen Namen und dann hat sich es einfach runter reduziert auf Niff. Ah, okay. Ja, so ist die Geschichte. Nice. Jeder hat so seine kleine Story, das finde ich sehr, sehr gut. So, ist Dexter Deutscher? Ja, wurde quasi damit schon beantwortet. Wieso hast du keinen Skin auf Thresh? Ist er dein Ben Smurf oder der was? Alle hässlich. Oh, die sind alle hässlich. Wobei, er hat ja auch nur zwei. Ja, er hat nur zwei. Und den einen habe ich nicht mal, weil, keine Ahnung, weil ich ihn nicht gekriegt habe. Okay. Kann man natürlich auch so sehen. Geschichte. Ich habe keinen Champion-Skin. Also Championship-Skin. Den würdest du nehmen? Nein, nicht. Also ich würde ihn auch nicht nehmen. Aber ich habe beide nicht. Das ist echt traurig. Wobei ich einmal da war und einmal zugeschaut habe. Warum startest du, obwohl du das Relic hast, was ja zwar den Execute nicht durchbringt, aber wie gesagt, Flay Damage ist abartig. Wieso kein Ward? Wieso auch keine Kekse? Solo Q. Aber Kekse ist einfach, weil als Trash komme ich nicht so weit in den Baum runter quasi. Ich spiele defensiv und offensiv. Ah, nice, also okay. Ich spiele halt mit Bonus Ace. Kannst du kurz C drücken? Und das so ein bisschen zu demonstrieren, wie viel du durch. Ah, okay, na gut. Was hast du jetzt offensiv genommen? AD. Cooldown Reduction und Cooldown. Ah, und Bonus, den Grundschaden hast du erhöht, alles klar. Ja, und Bonus-Schaden. Ja, ist halt ganz nice. Vor allem dadurch, dass halt dein Auto-Attack mit dem E noch skaliert und du relativ viel Auto-Attack kannst. Früher noch mehr, wo deine Range noch höher war und wo dein E noch mehr Schaden gemacht hat. Er ist trotzdem immer noch gut, da ist halt echt, dass du viel Auto-Attack kannst. Okay. Und ich finde halt, Utility bringt relativ wenig auf Trash in meinen Augen. Mana-Reg ist halt nice, habe ich auch. Aber die anderen Sachen ist relativ nicht so wichtig. Wie viel Mana-Reg hast du drin? Ich habe halt die 3 aus Utility. Ah, nur aus Utility, alles klar. Ja, das ist halt praktisch, weil wenn du es nicht hast, dann gehst du halt doch echt oft out of Mana. Wie hast du dich runentechnisch orientiert? Weil du hast echt wenig Rüstung. Ja, ich habe keine Rüstung. Ich habe jetzt hier Lebensregeneration gegen alle Art of von Poke spiele ich Lebensregeneration. Ah, schön. Du pingst quasi die du executen musst. Ja, also das ist hier so must, ne. Das ist halt einfach, macht es einfacher für mich in Queen. Das stimmt. Muss natürlich schauen, dass derjenige auch gut reagiert. Aber wie gesagt, bei dieser Elo ist das mehr oder weniger auch zu erwarten. Ja, selber muss sagen, ich versuche auch mal mit Thresh so ein bisschen in den Tank-Tree zu gehen. Aber ja, nimmst du komplett gelb Regeneration? Nee, auf lila. Und dann habe ich auf gelb habe ich jetzt Leben. Also skalieren sogar. Kommt halt drauf an, gegen was ich spiele. Ich kann es auch mit Armor noch spielen oder halt dann auch mit normalen Leben. Oder halt dann bei lila mit Armor und da Leben. Es kommt halt drauf an, gegen was du spielst. Aber normal gegen Poke Lane spiele ich mit Hellfrag. Dadurch, dass du einfach einen Poke einstecken kannst. Mhm. Das stimmt, die Grundregeneration ist, glaube ich, bei Thresh ohnehin relativ hoch. Ist nicht über Bombe, ja, aber es geht. Aber es ist einfach, also Hellfrag ist eigentlich relativ stark auf Quinz. Das einzige Dumme ist, wenn du dann halt ganz viel tradest, ist halt auch nicht so geil, weil du halt dann doch nicht so viel Rüstung hast. Das stimmt. Du musst halt irgendwo so ein kleines bisschen einstecken. Ja, vor allem dadurch, ja, du musst halt quasi jetzt ein bisschen einstecken. Früher hattest du halt die Regeneration auf Doran-Schild. Und hier go. Oh, kill. Oh, der First Blood. Flash. Oh, der ist ein bisschen langsam, der Varus, aber ich glaube, er hat noch einen Out-Attack. Nein, ihr habt nicht mal den First Blood bekommen. Ihn gekriegt, aber weil da jemand etwas langsamer war. Aber ich glaube, den werdet ihr auch erledigen, oder? Ihr habt sogar ein bisschen Minions. Ich habe jetzt gleich CC noch ab. Oh, er stirbt. Oh, ist der Laterne rausgeflasht? Ja, aber. Aber wenn du den hookst, das war's jetzt. Nein, der nimmt die Laterne nicht. Er nimmt die Laterne nicht an. Aber er hat es trotzdem geschafft. Easy. Super knapp. Wow. Während quasi während der Beantwortung von Fragen ist Niff trotzdem in der Lage hier. Ein Doppelkill, so auf jeden Fall hilfreich zu sein. Ja, First Blood aber nicht, da war einfach der Kill. Ja, da war der einfach. Ich hab da noch gestealt, aber ich wollte einfach Kill sekieren, weißt du? Muss man machen, aber der Teleport wird jetzt auf jeden Fall stressig. Ja, das ist auch wieder sowas. Aber. Ich wollte ihn blocken, bitter. Aber. Was macht er denn? Stirbt. Das war ziemlich dumm.
Ah, da ist er noch hinterher geflasht. Ich hätte den Q flashen sollen, weil du kannst den Q flashen, dann macht's keinen Schaden. Ich hätte auch aber gedacht, dass du eine Option wäre, sich ein, ja genau, in seinen Schockblast reinzuflashen, um wenigstens ihn zu retten. Habe ich mir auch überlegt, dann habe ich gedacht, nein. No way! Nee, ich schnapp mir lieber den Kill. Das ist natürlich sehr gut gemacht, aber es hat sich für ihn quasi gelohnt, trotzdem. Also er hat zwar, ihr habt das Assist-Gold, das ist okay, ja, aber er das, hat den das Dumme jetzt war, dass die Lane jetzt quasi gepusht ist. Das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Ich habe jetzt keinen Trinket gekauft, ist egal. nein, aber das. Guck mal, okay, du gewinnst den Fight und wenn dann der Jungler oder der Toplane kommt, noch schlimmer, dann kannst du die Lane nicht reinpushen. Das heißt, er kriegt quasi die ganze XP wieder. Wir kriegen die XP nicht, dadurch, dass es pusht. Wir haben jetzt quasi zwei Lanes verloren. Zwei Waves verloren. Und das zwei, heißt, zwei Lanes verloren wäre natürlich tödlicher. Und das heißt einfach, der Trade war einfach nicht effektiv, dadurch, dass er halt immer noch die ganze XP kriegt. Und viele verstehen es einfach nicht, dass du die Lane reinpushen musst oder auch. Viele Jungler halt nicht. Hätte ich den eh getroffen, wäre tot. Ja. Aber was das halt wichtig, dass du quasi verstehst, wo du als Jungle sein musst. Auch wenn du nur die Lane reinpusht, kannst du quasi dadurch die ganze Lane gewinnen, oder halt so. Vor allem Botlane. Ich denke mal, auf den anderen Lanes ist es genauso. Ich habe gerade gefragt, wo spielt Niff? Alliance. Bei Alliance. Oder Aliens. Aliens. Da sehen wir schon, dass da schon ordentlich Schaden steht. Aber das ist so der Riesenvorteil, finde ich. Den Thresh hat wunderbar noch den Cocoon abgefangen. Wow. Jetzt hab ich mein Leben für dich gegeben. Diese Hooks. Ja, aber es ist halt. Na, das war jetzt wieder schlecht, weil ich jetzt gepokt wurde. Du hast aber noch einen. Ja, aber jetzt schon wieder. Also, wir wollten jetzt reinpushen. Jetzt kommt der Jungle wieder vom Gegner. Ist halt echt traurig. Ne? Kurze Frage bezogen auf das Itembild. Was wäre passiert, wenn du dich mit 500 Gold hättest porten müssen? Oder sagen wir mal 600. Hättest du Relic ausgebaut oder trotzdem auf den Ruby Crystal gesetzt? Es kommt drauf an, gegen was ich spiele. Also, in Solo Queue. Konstellation. Hier hätte ich jetzt das Relic Shield ausgebaut. Einfach dadurch, dass es mehr Combat Sets bringt als Wards. Wards ist gut, wenn du gegen Heavy Ganker spielst. Oder halt in Premade. Dadurch, dass Wards einfach viel mehr bringen. Und du spielst meistens eh mehr Passive dann. Und dann bringen die Combat Sets. Aber hier in Solo Queue, da machst du einfach Blutbad. Und dann campst du die ganze Zeit. Und dann kaufst du dir einfach Combat Sets. Das stimmt. Auch ein interessanter Begriff, den ich auch noch nicht so Blutbad. Oft gehört habe. Nee, das ja. Ja, aber Combat Stats. In Englisch sagen wir halt sehr nice. Immer so was Ähnliches. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist jetzt die beste Übersetzung? Ja. Combat Stats. Auf GM. Warum? Das ist eine harte Frage. Warum? Warum hast du eigentlich dein Team gewechselt? Hast du vor uns ganz kurz gesagt? Ja, also. Oder möchtest du darauf nicht antworten? Kannst auch nein, kann ich. Ich habe schon öfters darauf geantwortet. Es hat einfach damit zu tun, ich wollte ein neues Team aufbauen für SK. Und das hat einfach nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil Spieler. Es war halt Relegationsplatz quasi, richtig? Und dann war es Spielern halt nicht sicher genug, hätten mit Schule aufhören müssen oder halt andere Gründe. Und dann hat sich das halt alles nicht so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da kommt die Chili schon wieder. Und dann habe ich halt für mich entschieden, dadurch, dass ich halt. Mich hat es halt echt frustriert, da letztes Jahr nicht auf World zu gehen, weil das war halt so. Nicht auf was zu gehen? Auf die World. Achso. World Finals. Weil das ist halt schon das Turnier, wo du hingehen willst. Quasi. So der Traum von jedem Spieler. Und da haben. Für mich war immer Freundschaft relativ wichtig, auch in E-Sports. Alles klar. Und. Irgendwann kommt halt so der Punkt, wo du dir denkst, im Endeffekt ist es halt doch Arbeit, ne? Und richtig. Irgendwann kommt halt so der Punkt, wo du dir denkst, auch wenn wir super dicke Freunde sind, irgendwann kommt der Punkt, dass du halt dann doch die Arbeit vorziehst quasi. Und für mich kam das dann letztes Jahr. Und dann habe ich mich entschieden, Alliance zu joinen, weil halt die auch einen Support gesucht haben. Und Moment. Das war nicht schlecht gemacht. Jetzt sehen wir schon, dass da ordentlich viel Schaden steht. Du bist noch nicht Level 6, aber das reicht halt aus. Raus macht da schon ganz guten Schaden. Und das Blade des Todes. Wobei er ganz schön tanky ist. Wird aber trotzdem, du bist immer noch nicht Level 6, aber hast gleich wieder deinen Hook zur Verfügung. Wirst du ihn dann? Nein, wirst du nicht. Das Blade war auf jeden Fall tödlich. Oh, du wirst auf jeden Fall mit dem. Ah! Wow, dieses. Oh mein Gott, da flasht sie noch für den Kill. Das war super, war gut. Gott, Alter. Okay, aber nee, was ich halt sagen wollte, dann hat sich das halt alles nicht so entwickelt, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann kam halt quasi das Angebot. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Alliance zu joinen, weil ich denke, dass das Team halt viel Potenzial hat, wenn wir noch ein paar Sachen ändern.
Und ich denke, dass sie auf jeden Fall Top 2 werden in Summer Season. Nice, das ist auf jeden Fall ein nobles Ziel. Maxim castet einfach vor deiner Irgendwie bin ich noch voll da drin. Ich glaube, ich sollte mich da einfach zügeln. Nein, gut. Ist okay. Also sobald der Kampf halt losgeht, dann ist halt... Dann kribbelt es in meinem Bauch. Dann rede ich nicht mehr mit dir. Ist aber voll verständlich. Es ist schon ein Wunder, dass du dich ohnehin so konzentrieren kannst, weil es ist wirklich schwierig. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was auf den anderen Lanes abgeht. Aber das glaube ich dir. Ich glaube, der Radius geht gerade noch so bis zum nächsten Warp. Es geht so bis zum Chang. Also ich habe gerade noch die Elise-Woche gesehen. Ja. Aber dann war es das auch schon, ne? Du bist sehr geduldig, was dein... Oh, das könnte es gewesen sein. Ja, das war es. Hätte aber auch ewig, das Rumgetanze. Ich hätte gedacht, du kriegst jetzt noch den Flash raus. Ja, ich wollte eigentlich... war schlecht. Ich habe dich voll gelaufen. Ja, ich war nicht konzentriert bei der Sache. Gut. Okay. Ich werde dich weiter voll laufen. So. Ich komme mir vor, wie bei irgendeinem Event, also bist du auf einem Event, wo halt... Du spielst dann One-on-One und nebenher bist du noch mit Fragen voll bombardiert. In One-on-One spielt man da? Ja, also bei HyperX habe ich immer ein bisschen so One-on-Ones gespielt. Wenn du verlierst, dann kriegt halt der, wo gegen dich gewonnen hat, dann irgendein Geschenk. Wie sehen die Geschenke aus? Ja, was die halt produzieren, die haben halt so USB-Sticks und... Ach so, gut, USB-Sticks. So Arbeitsspeicher und so Zeug. Na gut, das ist wenigstens noch funktional, aber USB-Sticks... Und die haben so SSDs, die sind gut. Oh, stimmt. Das stimmt. Nice. Ja, da kommt dein Rechner in einer halben Minute hoch. Nein, nicht mal. Weniger. Oh, kommt der Hook. Oh, da kommt der Hook. Oh, sehr nice. Wenn ich jetzt aber zügeln darf, natürlich. Das ist natürlich so ein Punkt, wo sich erst lohnt, auch den Supporter zu fokussen. Ja, ist halt einfach One-Shot. Ist halt einfach One-Shot. Ja, jetzt hier kommt gleich der Jungle mal wieder. Oder der Midlaner. Zum Beispiel, ich wäre jetzt so, ich würde jetzt sofort die Pots saufen, wie ein Geisteskranker. Ich hab gedrückt, aber irgendwie nicht. Nee, das ist nicht belegt. Deswegen geht's nicht. Ja, doch, ist. Hook. Ah, what the fuck? Töte ihn! Wie viel Schaden? Oh mein Gott. Wie macht denn der so viel Schaden? Ja, er ist halt auch relativ tanky, so. Oh, die Top Lane Flame ziemlich hart. Please. Oh, ja, der Elise. Ja, ist. Grace. Flasht für dich. Was ist da los? No, oh, Mama. Hinter dir, Lulu. Ja, was ist halt. Ist halt. Ärgerlich. Jungler und Midlane hier, mal wieder. Nein, aber, was soll ich jetzt sagen? Ah ja, Grace. Grace ist jetzt, dadurch, dass er halt in dem Patch, er hat halt die Ulti ein bisschen gepatcht gekriegt. Oh, und sein Q macht relativ viel Schaden eigentlich. Vor allem, wenn er halt mit allen drei trifft. Also mit allen drei Bugshots quasi. Ja, Varus hat ja ein bisschen versucht, und Distanz zu gewinnen. Und Varus war halt klar, okay, ich kann hier nicht spielen. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Varus tankt, deswegen habe ich dem einfach die Laterne hingeschmissen. Hm. Hat dann nicht ganz so gut geklappt, wie ich gedacht habe. Und ja, Graves, dadurch, dass du halt die Runenänderung hast, gehst du halt meistens auf mehr Leben. Und dadurch, wenn du halt die Passive auf 10 hast, bist du halt super tanky. Ich glaube, der kriegt da auch ab. Ich weiß die Werte nicht aus dem Kopf. Vor allem, ab Level 6 ist, glaube ich, höher. Also das skaliert, glaube ich, auch. Genau, und dann ab 6 ist dann halt super hoch. Wenn du dann, hast du, glaube ich, 20 Rüstung mehr oder so. Ist halt dann schon übertrieben viel. Ich glaube, es geht wirklich 1, 2, 3 und dann halt entsprechend bis zu 10 Stacks. Ja, irgendwie so. Das ist halt dann schon viel. Okay, gut. Andere Fragen, die ihr jemals noch gestellt. Ganz oft wurde die Frage gestellt, wer ist zurzeit der beste Jungler? Das ist natürlich jetzt Held eine Frage, oder Spieler. Nee, ich meine nicht die Spieler, sondern der Champion. Ja. Ja, ich würde sagen, Karthik immer noch. Das ist einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie es im neuen Patch ist, dadurch, dass er halt ein paar Nerfs gekriegt hat. Aber ich denke immer noch relativ gut. Oh, da kommt der Hook. Diese Hooks. Hier ist auch so, dass Ignite gezündet. Hätte man das Ignite jetzt sparen können? Eventuell. Aber ich wollte es einfach raus haben, um sicher zu sein, dass er stirbt. Weil oft ist halt echt so, du sparst dir den Summoner oder du denkst so, oh, der ist tot. Nee. Und dann kommt noch dieser Summoner-Spell, so Heal oder Flash. Und dann weiß man sich einfach. Dann hätte ich mal ignited. Also halt speziell bei Ignite kommt es echt oft vor, dass dann halt echt noch mit 5 Leben weg so. Hätte ich ihn einfach mal ignited, dann wäre er einfach tot gewesen. Und ja, also wenn du es abpasst, einfach immer drauf machen, außer du bist dir 100% sicher, dass er stirbt. Warum hast du dich für Mobility Boots entschieden? Einmal hast du kurz erwähnt, dass Leona das nicht steht. Warum? Ja, aber als Trash ist besser, weil du halt in Reichweite laufen musst, um deinen Q zu treffen. Auf Leona ist das nicht so. Auf Leona ultist du und dann stirbt der Gegner. Zweite Frage. Warum maximierst du als zweites den, oder wirkt gerade sehr parallel, den Hook? Q ist einfach besser. Warum?
Wegen Cooldown einerseits? Cooldown. Damage, weil du einfach, also E ist halt, also vom Schaden her ist es relativ gleich, dadurch, dass halt der E jetzt genervt wurde mit dem Sustain Damage. Sonst würde man immer noch E maxen. Mehr klicken bringt er auf jeden Fall schneller, das Item. Mach ich auch genauso. Ja, es ist halt so. Ich hab's jetzt, ich probiert abzugewinnen und dann mit Rechtsklick, aber. Ach, du machst sogar mit Doppelklick kaufst ein. Ja, ich kauf mit links. Nice. Ich muss sagen, ich hab das auch mal gemacht und dann hat's so zwei Schuhe, zwei Ruby Crystals, 8 Pots. Oder 8 Pots vielleicht nicht, aber. Nein, aber nein, mit links machst du ja Doppelklick, das heißt. Ja, ich weiß, aber ich mach dann quasi Quadra oder Triple Click. Was hast du mich rausgebracht? Der Leeson ist gestorben. Ich glaube, der hat's auch nicht retten können, oder? Na, ich weiß nicht. Den kannst du retten. Wenn er gerettet werden will. Er tötet aber erstmal einen. Ja, ist okay. Ich hätte den jetzt rufen sollen. Zieh ihn in den Tower. Wow, diese Box macht auf jeden Fall Damages. Aber der überlebt. Da kommt noch der Shield. Das war aber eine da ganz knappe. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie überlebt, aber passiert. Hättest du noch den Face of the Mountain auf dich gecastet? Wobei das auch nicht gereicht das hat. Ist halt, als Trash machst du keinen Schaden damit. Ich hab's probiert, ich hab mal Lune auf mich gecastet, aber du machst halt absolut keinen Schaden damit. Es wirkt ziemlich cool, bevor er explodiert und dann ja, 81 Damage. Einfach nur. Der Schild ist halt gut, aber du machst halt echt keinen Schaden, wenn du keinen AD oder so hast. Niff, wer ist dein persönlicher Lieblingssupporter? Ich denke mal, das ist auf den Champion bezogen. Sona, immer noch. Es ist schade, dass du sie nicht spielen kannst momentan, aber früher war ich super gut mit Sona. Hat mir immer Spaß gemacht. Und was lag es? Lag es an der Ultimate selber oder dem epischen Sustain? Warum ich sie gut war? Einfach Super Lane Bully und du kannst halt ab 6 quasi one-shotten. Also die Ulti ist halt auch cool und ich habe halt früher auch immer Flash-Ultis gemacht und so. Das war halt dann schon geil. Also, mir hat halt die Kombination von viel Schaden, du hast einen Heal und du konntest halt die Lane meist. Also, du hast quasi die Lane immer gewonnen. Außer du wirst halt gegankt und jetzt halt. Seit Season 4 ist halt dann nicht mehr so geil. Oder eigentlich seit dem Nerf, wo Sona genervt wurde, dass sie halt keine Base-Stats mehr hat. Ist halt schon schade. Okay. Ja, wir verlieren jetzt jeden Tower. Wir sind zwar 15-3, aber irgendwie fühlt sich an, als ob wir hart verlieren. Na, du hast halt viele Kills. Das ist ja eigentlich für dich halt gefühlt nice. Und auch wenn man hier gerade guckt. Aber es ist natürlich schön, wenn wahre. Ist das, halt genau, das ist so ein Grundgefühl, was ich ganz oft habe. Botlane fühlt sich jetzt gewonnen an, finde ich. Ihr habt, finde ich, einige Kills geholt. Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass eine Botlane nicht carryen kann, auch wenn es dem ID so gut geht, weil irgendein Toplaner kommt und den zerstört? Ja, kommt vor. Würde das auch mit Jace passieren? Weil Jace finde ich relativ schwach. Nein, also die Toplaner, was halt dann carryen, sind halt meistens. Gott, sehe ich den Schüler fast keine Zeit. Oh, du hast es gemacht? Ja, aber erst als ich ihn gesehen habe und nicht auf der Minimap. Nein, also meistens Toplaner, was halt dich dann, was dann carryen, sind halt so Irelia, Tryndamere, Shyvana oder irgendwie sowas, was halt einfach. Ich glaube, du hast eine andere Priorität als deine Verbindung. Ja, war halt ein Freakill, ne? Und dann was. Okay, die wollten halt auf Flutter, ne? Aber. Nur du hast auch um sich geschluckt. Ja, sie müssen einfach auf den Support hören. Das stimmt. Curse-wise, benutzt du es, wirst du es benutzt? Nein, ich finde sowas sollte man nicht benutzen. Oh, warum? Third Party Programm. Ist halt, wenn du willst, dann schreib allen an, dass sie Teamspeak sollen. Habe ich auch schon gemacht. Ist ganz cool. Normal flamet sich keiner dann. Also es ist nicht so, dass wenn du im Teamspeak bist, dann fangen die an zu flamen und so, warum kommt Gangster nicht? Dann sind normal alle echt nett. Das ist dann erstaunlich. Und. Ja, aber wenn du es dann halt so automatisiert hast, das finde ich nicht gut. Vor allem, wenn es dann halt nicht jeder hat. Das ist halt das Problem. Ganz ehrlich, wenn man verschiedenen Elo-Bereichen schreibt, hier. Sie hat sich noch ein bisschen bewegt. Ja, ich habe die Laterne nicht gut geschmissen. Hör mal auf. Lettern. Sehen ja schon, dass das natürlich ein bisschen unangenehm ist. Ja, okay, aber nein. Was ich sagen wollte, ist, dass das halt unfair ist, weil nicht alle es haben. Und sowas finde ich dann halt nicht cool. Das ist halt gleich wie mit allen ganzen Jungle-Timern und allem möglichen. Ist halt scheiße. Und ich für mich persönlich ist es halt, du wirst es halt auch nie benutzen, dadurch, dass du es halt nicht in LCS benutzen kannst. Von daher ist es halt alles außer Frage quasi. Das Item-Bild eines Supporters ist immer gleich. Also irgendein Gold-Item, dann gehst du auf die Feuerprobe. Der und Spiele. Das ist meistens gleich. Nervt sich das? Ja. Man hat sich ja gewünscht, dass Supports mehr Items kaufen können.
So für Season 4. Im Endeffekt kaufst du halt trotzdem noch die gleichen Items. Naja, du kaufst halt die gleichen neuen Items. Also ich finde die Änderung, dass man hier mit dem Face of the Mountain bzw. den Frostfang und so weiter, ist eigentlich gar nicht so bad. Ich finde auch gut. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, dass die Actives halt so imbalanced sind. Imbalanced? Ja, also wenn ihr sie raussuchen könntest, würdest du immer Talisman Active nehmen. Ja, aber das Item so, kriegst du ja nie durch. Gefühlt. Ja, aber das Problem ist einfach bei Talisman, ist, dass einfach der Build-Buff ist jetzt einfach so schlecht. Das ist nochmal 200 Gold teurer geworden. Ja. Und das ist dann halt schon hart. Du kriegst halt 200 Gold mehr aus als Support für keine Stats. Und das merkst du halt dann schon. Und deswegen fange ich jetzt meistens auch auf Relic Shield oder halt auf dem MP. Ein bisschen was bringt es schon. Also ich glaube, es hat ein bisschen mehr Regeneration in den ganzen Quark. Und auch ist mehr Tankiness da. Rek wurde auch genervt. Bei dem, soweit ich weiß. Bei dem Talisman, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die Grundstats wurden dann schon erhöht. Wie gesagt, Face of the Mountain war ja auch 200 teuer oder ist jetzt 2200. Ja, ja. Aber okay, gibt halt 500 die Leben. Die haben es vorher einmal genervt und dann haben sie es, glaube ich, wieder angehoben. Aber es ist halt dann trotzdem teurer. Es ist halt dann schon relativ viel Geld, was du halt dann auch für Leben ausgeben könntest oder so. Stimmt. Ich bin kein Fan von Talisman momentan. Wobei ich die Active halt immer noch relativ geil finde. Und auf Nami kaufe ich es meistens. Ja, der Hook war irgendwie erstaunlich lang. Geht ihr LCS-Player eigentlich auch feiern? Yep, jede Woche. Nein, nicht jede Woche, aber meistens gehen wir sogar so mit den meisten von LCS, also die wohl Lust haben, was trinken. Ich glaube, ich setze dich kurz. Okay, der Fight bricht noch nicht ganz aus. Das war meistens halt dann am Ende von den Spieltagen, dann geht man zusammen weg, redet über League. Redet man wirklich nur über League? Nein, nicht mehr, aber viel. Ne, ist ja auch quasi eine Gemeinsamkeit, halt, die man sich teilt. Ja, ist halt was einen verbindet. Und ist ganz cool. Trinkt halt dann manchmal Shots auch und hat eine schöne Zeit zusammen. Also was ich halt cool finde bei Alliance ist, dass quasi echt alle mitkommen. War noch nie vorher bei irgendeinem Team, wo ich drin war, so, dass alle mit waren feiern. Das ist natürlich auch ein Punkt, der dann auch so ein bisschen zusammenschweißt. Ich denke, doch die Social Skills sind da. Ist ja nicht immer bei Firmen so oder sowas, die ganz großen Werk drauf legen, dass immer so ein Betriebsfall gemacht wird, sondern das gleiche auch natürlich bei den Teams. Ja. Ich würde mich wundern, wenn es hier in der Blanc noch schafft. Ich habe gerade einen Flash. Ist okay. Blanc ist immer noch am Leben. Ich weiß nicht, ob du Laternenmechanics da irgendwas bringt. Oh! Ich glaube, die hättest du sogar getötet. Ja, mit Ulti wahrscheinlich, aber die wollen jetzt alle weggehen. Rest in Peace. Das ist die beste Flash-Position, wenn man das über die Wand schafft. Ja, also, da sollte man es immer schaffen. Das Einzige, wo echt knifflig ist, ist hier in der Mitte. Da fällen sogar die Besten. Da musst du richtig in die Wand laufen. Ja, da musst du halt in die Wand laufen und dann noch richtig klicken. Also, zwei Sachen quasi. Zwei Sachen auf einmal, das ist teilweise unmöglich. Irgendwie lassen sich deine Kollegen catchen? Ja. Und auch Irelia scheint ja ein bisschen... Ja, Irelia ist ein bisschen nett. Wie findest du das überhaupt, dass man mit dem Gegner auf kommuniziert? Wow, schöner Hook. Ich glaube, der wird doch genau auf den Kopf wieder landen, oder? Nee, schade. Aber jetzt habe ich schon wieder Hook ab und jetzt... da kommt der Hook und da. Wo ist... der Kicks. Worf it. Das war jetzt gut. Das war ein gutes Crescendo gerade. Nein. Oh mein Gott. Dann ist Klicks. Oh, The Flame. Dann ist Klicks, ja. Ich will halt mit einem Smart Class nehmen. Nein, das war halt wert, dass Lee reingeht, kickt die Lulu unter den Turm, stirbt zwar dafür, aber wir kriegen zwei dafür. Drei für. Irelia hat ein ganz großes Redebedürfnis. Ja. Ist. Was hältst du davon und was ist eine gute Möglichkeit, das zu countern? Redebedürfnis, ach, keine Ahnung, ich knaus die einfach. Nein. Wenn jemand viel redet, dann lässt sich einfach viel reden. Ist kontraproduktiv, aber wenn du drauf eingehst, dann machst du alles schlimmer. Was ich halt finde, wenn du schreibst, spielst du nicht. Das ist ein richtig schöner Satz. Naja, das musst du vielleicht noch ein bisschen ausklügeln, um es noch besser zu machen. Aber es ist halt eine Weisheit, ne? Also ist halt so, wenn du schreibst, dann konzentrierst du dich nicht aufs Spiel, schreibst nur rum und verlierst quasi mehr Zeit. Und oft passiert es natürlich auch, wenn du schreibst, dass du dann stirbst. Vor allem Level 1. Das passiert wirklich häufig. Ist halt echt so, ne? Und dann, wenn du kannst halt auch Gegner damit baiten. Du stehst quasi im Busch, schreibst du den All-Chat und dann wartest du bis. Oder dann gehst du einfach und hoffst, dass er schreibt. Ich weiß jetzt immer noch nicht, warum du bevor man in einen Busch reingeht. Ja, bevor du in den Busch reingehst, schreibst du immer irgendwas Lustiges.
Dieser Farmer für Subplane ist super, also super. Wenn du willst, kann ich dir noch ein paar gute Tricks zeigen. Ne? So, so. Sneaky. Sneaky, auf jeden Fall. Sneaky Tricks. Tower wird auf jeden Fall nicht überleben. Ich glaube, den nächsten Fight muss erstmal überstehen. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon. Oh mein Gott, da kommt der Kill. Feuerprobe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's nicht gefunden. Das war dann, richtig. Dann habe ich noch einfach so und ich bin jetzt auch ein bisschen hier so, keine Ahnung. Tot. Aber. Abgelenkt. Das stimmt, aber dafür, dass du so abgelenkt bist, machst du das gut. Also ja, aber ich, das ist halt manchmal auch so, wenn du im Fight irgendjemand ein Schild geben willst, was vor allem so Lulu-Schild oder sowas, was auf Minions geht und so, dann. Das ist doch super nervig, oder? Ich glaube, die Taste verhindert das. Ja, es gibt eine Taste, die es verhindert, aber. Ich weiß nicht, ob Minion auch dabei ist, aber geht bei Jungle Cruise. Du kannst hier reinlaufen. Genau, du ignorierst dann quasi alles. Ja, also, aber am einfachsten ist es halt einfach, wenn du dann auf die Porträts klickst, quasi, wenn du schnell genug bist. Gut, aber erstmal mit der Maus da hochwandern, dann ist manchmal auch unangenehm. Ja, also wenn du eine langsame Maus hast, dann ja. Dann ist es vorbei. Dann. Und tot. Keine Chance mehr. Als Support musst du mal quasi echt schnell sein. Und ja. Trotzdem noch alles treffen. Das stimmt, aber dafür, dass du wirklich hier die ganze Zeit Fragen beantwortest, machst du das wunderbar. Welche Taste verhindert das? Ich glaube, das ist diese. Kannst du einstellen, ich weiß gar nicht. Das sind Optionen drin und das heißt. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich kann nachher mal schauen. Minion. Ignorierung. Früher war es ja so, dass man auch Minions igniten konnte und so. Das war awesome. Jungle Creeps konnte Und Jungle Creeps konnte man auch. Ich glaube, Minion nicht, aber Jungle. Doch, Minions auch. Glaub mir, ich habe einige Minions igniten. Das ist natürlich nicht mehr möglich. Und dann, Mountain ist noch zur Verfügung. Ah, da ist er nicht nach links gegangen. Oh, verschone mich. Crazy. Oh mein Gott. Du bist aber auch Tank. Die Mechanics. Oh, lauf rein. Nein, lauf rein, Mann. Ja, er ist halt stehen geblieben. Nee, aber was das war so ärgerlich. Aber euren AD Carry geht's ganz da gut. Oh, das war aber nicht schlecht. Jetzt kommt der Hook. Eieiei, die Schockblast, die habt ihr aber auch Muscle ohne Ende. Wow, der Varus, den hast du auf jeden Fall schön gefeedet. Oh, da ist der Kill. GG. Nice. Sag ja, Nüff carry das hier ganz entspannt. Und da kommt ab und zu auch mal ein Good Job. Ja, das ist natürlich, witzig jeder gut, wenn du ab und zu mal so gecatchet wirst. Ich bin dann, ich fällt da gerade kein besseres Wort ein, so. Gott, ich habe echt schon lange kein Deutsch geredet. Ich habe schon einfach nicht mehr lange Deutsch geredet. Oder lange nicht mehr. Nicht mehr lange. Du redest nicht mehr lange Deutsch. So, Full AP Support, Viable, Fragezeichen. AP? AP. Oder eigentlich steht hier App, aber er meint wahrscheinlich App. AP. Nein. Also ich muss sagen, als Solo Annie rauskam, war das schon ziemlich räuden. Also was als Annie rauskam, sondern als Annie beliebter wurde als AP. Von Season 4? Ja, da konntest du es machen quasi als Annie, weil du halt dann echt auch quasi AEs einfach mal gewonshottest hast. Ja. Und kannst du zwar immer noch machen, aber ich denke, dass du einfach nicht genug Gold hast. Also ich meine, Solo-Queue kannst du es machen, kein Problem. Aber du solltest halt trotzdem immer noch einen Sidestone kaufen, ne? Ja, na das ist klar. Jetzt müsste quasi eine AP-Sidestone geben. Ja. Nice, ich glaube, eure Lechelon geht mittlerweile ab. Ja, und also du kannst es machen, aber du solltest halt trotzdem ein bisschen Wards haben und so ein bisschen supportisch. Aber im Prinzip kannst du AV kaufen. Wann ist ein guter Zeitpunkt, das Trinket auszubauen? Sobald du baitest. Naja, also ich baue es gerne aus, sobald du halt. Sobald du baitest? Nein, sobald du halt Nesha angehst quasi. Ah, weil dann. Okay. Also, oder halt Drachen machst. Oder halt, wenn du halt Catch kommst, spielst, Pickup kommst. Dann baust du meistens. Oh, der geht jetzt aber ganz schön rein. Ich glaube, irgendjemand will auch noch einen Baron stealen. Schön, dass du einfach alleine gegen 5-Mann zonest. Wirst du das überleben? Oh, schnell heilen! Sehr gut. Entschuldigung. Ich dachte, du hättest. Ja, aber mein Team ist halt schon wieder. Oh, da ist der Kraves. Ah, whatever. Wir können ihn töten. Ich glaube, euer Team macht das hier sehr, sehr gut. What the fuck, kill Chase. Wir haben nicht mal Creeps. Ich glaube, die Buckshot-Gefahr ist gerade. Wow, du kriegst aber gar keinen Schaden. Ich hab jetzt Nash schon nach Grund. Ich meine. Wir haben keinen Tank, du kannst also quasi nicht einfach Türme tanken. Wenn wir jetzt einen Rankton oder Munde hätten, dann hätten wir auch einfach dahin laufen können. Aber da hätten wir eh. Tank LeBlanc offensichtlich. Ja, wir haben Tank LeBlanc mit ihrem Passive. Oh mein Gott, sie stirbt. Okay, vielleicht nicht. Aber. Oh, da möchte dich aber jemand heiraten. Ja.
Das ist ja sehr nice. Ja, das heißt, wir müssen eh die Creep Wave quasi erst reinpushen. Und. Oh, da kommt der Hook, da kommt der Hook! Nice! Repel. Oh, oh, jetzt ist es jetzt weit. Ich hatte sie quasi selber ausgenutzt. Ja, aber ist okay, sie ist trotzdem tot. Aber jetzt stand ich halt gerade doof, aber. Ich wollte halt den eh noch treffen. Dieser Nith. Okay, oder das war jetzt mal ein besseres Spiel. Jetzt konnte ich auch mal zeigen, was ich da drauf habe. Sister. Muss ich dich einfach nur mit den richtigen Fragen bombardieren und dann boom. Wobei wirklich die Sicht einfach übelst eingeschränkt ist. Ja, also ich habe quasi den Bildschirm von der Botlane gesehen, alles andere war so. Whatever. Im Team ist aber anders, ja. Da musst du als Support wirklich eine Todesübersicht bewahren für das ganze Team. Oder ja, du hast ja gemeint, die Calls gehen so ein bisschen aus. Ja, also Minimap ist halt so eine Sache, ne? Also im Team bin ich der Meinung, dass jeder ein Auge drauf haben wird. Sobald du quasi in Jungle siehst, callst du es quasi, auch wenn du nicht auf der Lane bist. Wenn er direkt neben dir ist. Nein, so, also. Oh, das ist jetzt tricky, oder? Aber play again, er zieht es durch. Okay. Sehr gut. Nein, aber